Meschile Iga Fikir. Melgitag Mateyumi. Rakeki Hajir. Lamag Halomor. Luga Era Tumpedo. Muktor Nihone. Testodo Gare Ada. Azemori Doberu. Ja, Leute, und damit herzlich willkommen zur heutigen Folge. Heute der Mondlicht-Nagakuga. Unser neuer Erzfeind. Ich kenne ihn noch aus dem früheren Teil, Kai kennt ihn nicht. Für die, die nicht wissen, was an dem so schlimm ist, der kann durchgehend einen erstens vergiften und zweitens... sein Hauptthema seht ihr gleich. Was? Hui! An ihm. Das habe ich jetzt übrigens zensiert. Ja, ihr habt es direkt gesehen. Er kann sich unsichtbar machen. Gab's hier nicht eine Schlafkröte? Ich hab schon wieder die Fassbocken vergessen. Vorne am Eingang irgendwo. Ja, ich vergesse durchgehend. Achtung, mit diesen Splittern kann er dich allein schon vergiften. Das habe ich mir gedacht, dass die Schwanzstacheln giftig sein sind. Falls du Fassbocken machst, setz sie. Ich hab keine. Ich lade schon mal die Wand auf. So, ich stell sie einfach mal hier hin. Du hast auch Blitz, ne? Nee, ich habe Eis genommen. Willst du zünden? Oder soll ich? Ach, ich kann auch zünden. So, finde den Nagakuga. Heißt es hier fast die ganze Zeit. Wenigstens kann er uns bei der Wand nicht dazwischen gucken vom Element her. So, ich habe ihn an der Leine. Könntest du bitte ein Stück hier rüber kommen? Nein, er hüpft in die andere Richtung. Er ist, glaube ich, schon wütend. Ja. Yep. Er hat rot leuchtende Augen, er ist wütend. Weil wenn er wütend ist, dann kannst du wenigstens diese Augen noch sehen. Ich habe jetzt nicht das richtige Set gerade an. Warte, ich bin sofort zurück. Ich muss eben kurz noch wechseln. Ich habe mein Dekorationsset nicht gewechselt. Das habe ich daran nicht gemerkt, dass schnelles Wegstecken nicht drin war. Ich war nicht genug aufgeladen, ich habe nicht genug Aufladung gehabt. Die Giftregen. Den Schritt zurück. Weißt du jetzt, warum der so schrecklich ist? Der hat dreimal mit dem Schwanz auf den Boden geklopft, als kam, mussten drei Giftwellen kommen. Der kann mehr als nur so eine Kreiswelle. Und das, während er unsichtbar ist, ne? Wo du nun nicht mal siehst, dass er den Schlag macht. Das ist noch schöner. Das war unangenehm, direkt unterm Schwanz zu stehen. Im Übrigen, warum ich weder Gewehrlasse noch Knarre habe, versucht man unsichtbares Vieh mit einer Knarre abzuschießen. Komm, Heilung, geh durch. Ich will den Seilkäfer einsammeln. Danke. Ich brauche meine Seilkäfer, damit meine Technik funktioniert. Ja, Körperteile brechen beeinträchtigt nicht seine Unsichtbarkeit, wie beim Camellius. Ja, das habe ich mir gedacht. Hör auf damit! Das ist nicht cool! Jetzt weißt du, warum der in 3 so gehasst war, ne? Der ist einfach schrecklich zum Bekämpfen! Ich wollte da rein. Ja, das musste vernünftig timen, sonst tut's weh. Oh, danke, Katze. Danke für die Lähmkröte. Mit der komme ich gerade gut zurecht. Die ist gerade sehr nett. So, ich schleudere einfach direkt in die Wand, damit nicht der letzte Fail vom letzten Mal passiert. Rein da.
Das kann gerade falsch. Ich muss hinterherkommen, das ist ich muss im Flügel. Und Licht wieder! Ich würde hauptsächlich auf die Flügel und den Schweif gehen. Versuch's noch ein bisschen, bis die durch sind. Ich versuch's nach Möglichkeit. Ich zähle gerade jetzt auf den Flügel. Zähle auf das, was gerade in Reichweite ist. Außer nicht sterben, ne? Ich zähle auf das, was möglich ist, wo ich nicht gerade sofort drauf gehe. Das einzig Gute ist, er hat nicht so eine Enrage-Phase wie die anderen beiden DLC-Biester. Der Bruder in der Basikus von den DLC-Monstern, der war jetzt nicht so das Highlight. Will ich mal an der Stelle erwähnen. Nee, danke, Katze! Katze hat Wasser gemacht! Ach ja, der macht das doppelt, ich vergaß. Das machen die im G-Rang doppelt da. So, und da musste ich mich auch erstmal dran gewöhnen. Katze, es ist nett, dass du ihn von den Sphären halten willst. Und somit auch zeigen jetzt, wo der sich unsichtbar macht. Aber das hilft uns nicht. Das hilft uns nicht, wenn du ihn festhältst. Der kann uns immer noch mit Giftstacheln abschießen. Bin drin! Und ich habe ein schönes Foto gemacht. Ach ja, stimmt, Fotos! Gut, dass ich das jetzt erwähnt habe. So, ich habe 3 Fotos gemacht. Eins habe ich noch. Danke, dass du mich dran erinnert hast. Eins müsste ich noch haben, wenn ich mich nicht verzählt habe. Du gehst auch auf den Schweif? Und das waren die Schweifstacheln jetzt erstmal. Das kann uns erstmal wieder eine Zeit lang nicht vergiften. Ich meinte, der hat auch noch mal so eine spezielle Hülle. Das hatte er damals zumindest. Vom ersten DLC-Pack ist das jetzt übrigens wirklich der letzte Gegner. Ja, vom aktuellen DLC ist das der letzte. Das ist wie bei Mario Kart, dass das so in Wellen kommt, aber wir wissen nicht genau, wann die nächsten Wellen kommen. Das stand irgendwo. Ich meine, irgendwann Ende des Jahres kommt noch mal eine, irgendwann Dezember oder November, meine ich, müsste noch eine kommen. Also ihr hört, es dauert lange, bis noch mal Monster Hunter kommt. Toll, das Feuer bringt uns auch so viel, Katze. Danke für den Konterhieb. Da hat mich meine heilige Scheiße noch mal gerettet. Wenn du einen mit dem Hammer dabei hattest, also mit einer stumpfen Waffe, der war richtig gut gegen die Flügel. Weil die halten, glaube ich, selbst die höchste Schärfe aus. Und dann musst du vorne auf die Krallen. Mich! Kann dich gerade nicht retten. Ich bin selber am Heilen. Ich habe nicht gesehen, dass du auch low warst. Meine Gott, um zu retten, schrei ich, rette mich. Das war einer der Flügel. Und das war der andere. Ja, wir haben ja fast durchgehend da drauf geprügelt, ne? So, Kopf und Schweif. Und mein Rücken ist bei ihm nicht brechbar. Aber damals gab es auch sowas wie Rückenbrechen nicht. Also heißt ja nichts. Ach ja, du brauchst Gift bei dem nicht versuchen, der ist dagegen immun. Davon ist auszugehen, das ist bei den meisten Giftmonstern so, dass die zumindest eine extrem hohe Resistenz haben. Nee, der ist komplett immun. Der ist genau reingesprungen. Danke dir. Aber ich habe trotzdem das Gefühl, sie haben ihn hier genervt. Also der war damals bei 2 deutlich unangenehmer. Vor allem war der Schaden noch viel höher, den er ausgeteilt hatte. Und jetzt ist er wieder unsichtbar. Hallo, ich weiß, dass das ein ziemlich schlauer Trick ist, sich unsichtbar zu machen. Das stört mich aber jetzt nicht mehr. Davon hätte ich gern ein Foto gehabt. Das ist ein neuer Angriff. Kai, du machst das. Ich glaub an dich. Der flext gerade ein bisschen. Du schaffst das schon, ne? Ich muss mal eben. Nein. Ich muss nur gerade heilen. Man kann das Vieh sich auch mal irgendwann abreagieren?
Also du, wir haben dir das zweite Mal schon in den Rage geprügelt. Kommt mir nicht so vor. Du kommst sofort wieder durchgehend im Rage. Komm her. Treff dich so oder so. Dieses Augenleuchten ist super. Da sieht man wenigstens so ein bisschen, wo der ist. Alter, dieser Giftregen. Das ist schon geil, ne? Ja, davon habe ich ein, zwei Fotos. Ich habe eins gemacht, wie er im Giftregen steht. Ja, ich habe zwei gemacht, weil das erste nicht besonders gut war. Du wirst mich nicht los, kannst vergessen. Ich komme wieder. Wir sind wie Reizhusten. Wir sind nicht loszuwerden. So, ich mach gerade Kopf. Wir müssen den Schweif mal unbedingt kaputt kriegen. Das macht das Leben angenehmer, weil er dann auch weniger Stacheln verschießt. Meine ich. Ja, wenn ich denn mal, wenn ich denn dazu komme, meinen Hieb zu setzen, aber der bewegt sich so schnell. Ich komme dann nicht hinterher. Ja, manche die Hitbox manchmal für den Himmel holen ist echt bescheuert. Eine Mondlichtscherbe. Die habe ich auch. Die habe ich auch bekommen. Bleib stehen, bleib stehen, bleib stehen, bleib stehen. Ja, meinetwegen auch so rum. Dann dresche ich dir halt auf den Kopf. So, jetzt fehlt nur noch der Schweif, Kai. Hau drauf. Schauen Sie ganz günstiger als ich. Oh, er liegt. Hab ihn wieder umgeschubst. Ich nehme jetzt den Himmel hoch, auch wenn ich auf Geld bin. Ich vertraue dir denn mir eben eine Sekunde an. Ich muss mal eben ein Schwert neu schärfen, sonst prall ich nur ab. Und in der Zwischenzeit pfeife ich mir meine Fisch rein. Katze, das bringt nichts. Aber die Fallgrube zumindest vielleicht. Komm hier in die Ecke. Ich meine, der springt über Fallgruben drüber. Oh, bist du müde? Er ist hungrig. Und jetzt ist er wütend. Schlafkröte ist wieder da. Haben wir die überhaupt genutzt? Ja, zum ersten Sprengen haben wir sie genutzt. Und er ist... Es bringt uns nichts, wir kommen an den Schwein nicht ran. Aber trotzdem ist er vergiftet. Das ist doch eigentlich immun. Ich hasse die Hitbox davon! Na, daneben. Aua. Weggekommen. Low life, low life. Kein Heal frei. Die Lehmkröte war scheiße gesetzt. Meine Feuerbombe war auch nicht sonderlich effektiv. Oder war das deine? Ich habe keine Bombe gesetzt. Eine Katzenbombe halt. So, das nehme ich mit. Aua. Ich habe vergessen, dass er das zweimal macht. Ja, und immer doppelt. Ja, habe ich es eben noch erwähnt, dass er das im Gerang immer doppelt haut. Und dann selber nicht dran denken. Klassiker. Immer. Aber. Du kannst froh sein für meinen Wirkbereich. Ich komme eigentlich gut zurecht, wenn ich nicht gerade mitten in den Pfeil laufe. Gerade mit dem Konter nur ausgewichen. Ich habe nicht auf den Boden geguckt. Ich krieg deinen Schwanz noch ab, ganz sicher. Ja, ich versuch's auch, aber er steht immer kacke dafür. Bleib stehen. Glaubst du nicht, dass der da stehen bleibt? Richtig so oder so.
Giftregen. Nein. Also nicht im eigentlichen Sinne. Aber ein aggressiver Nagakuga. Das haben wir. Maxi-Trank. Puppenspinne. Ah, er ist nicht mehr im Rage-Modus. Ach scheiße, eine Sekunde zu spät. Aber ich habe ihn sichtbar gemacht. Komm her. Ich habe die Puppenspinne, ich will Spaß haben. Der einzige Nachteil daran ist, sobald du eine Schallbombe wirfst, wird der Insel wieder aggro. Komm her. Ich habe gesagt, ich krieg dich. Auf da! Danke. Jetzt bin ich mit Sakurai genau ins Leere gegangen. Und du fällst um. Er ist spannbereit, ne? Ah, ich sehe es gerade. Darauf wetze ich mir ein. Das ist falsch zu verstehen. Trübe Mundscherbe, ich hab die Platte bekommen. Ich habe das Juwel bekommen. Aus dem Schweif. Aua. Aua. Ja, ich habe auch noch. Ich habe eine andere. Ich habe die zweite Zackenwelle abgekriegt. Gut, dass ich die Bomben schon geworfen habe. Bleib liegen. Oh. Okay, Leute. Also von den DLC-Monstern fand ich den Rathalos jetzt am schlimmsten. Den Nagakuga finde ich eigentlich auch richtig schlimm. Aber nur weil ich sein altes Ich kenne. Und sein altes Ich war deutlich schlimmer. Auf jeden Fall, Leute, wenn es euch gefallen hat, Abo und ein Like da lassen. Und wir sehen uns wieder, wenn ein neues DLC rausgekommen ist. Bis dann. Tschüss.